Ich wünsche mir ein herzhaftes Essen. Hey. Oh, ich sehe nichts. Das sind Pfannkuchen. Oh, das kann ich doch. Alles klar, das hier brauche ich. Ich bin bereit. Ich habe alles im Griff. Also, gleich mache ich ein paar richtig leckere Pfannkuchen. Das ist mein Spachtel. Wunderschöner Teig. Der kommt jetzt auf die Pfanne. Und jetzt umdrehen. Schon ist der erste fertig. Wunderschön. Wir machen weiter. Ich mag dieses Weiß nicht. Eiskaltes Händchen bringt mir meine Lieblingsfarbe. Was für ein seltsames Ding. Na also, vielen Dank. Ich gebe ein bisschen Farbe hier rein. Und jetzt ab auf die Bratpfanne. Oh ja, das sieht richtig gut aus. Super. Ich glaube, das ist der perfekte Pfannkuchen. Was sollte ich denn machen? Ah, ich mache was ganz Besonderes. Das ist der Umriss. Und jetzt füllen. Was könnte ich noch hinzugeben? Hey, wieso kommt da nichts? Ups. Ups. Schmeckt übrigens richtig lecker. Yummy. Oh, was du nicht sagst. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen Farbe. Wunderschön. Jetzt noch umdrehen. Oh, das sieht ja toll aus. Meine Pfannkuchen sind fertig. Da kommt noch ein bisschen Ahornsirup drüber. Mmm, yummy. Wow. Meine schwarzen Pfannkuchen sind die besten. Oh, was hat die denn da gemacht? Okay. Und Rot passt da wunderbar dazu. Na also, gefällt mir gut. Und hier kommen noch ein paar Spinnen drüber. Wie eklig. Fertig. Bitte sehr, meine Kleine. Du solltest mein Einhorn probieren. Hm, diese Pfannkuchen sehen super aus. Du solltest meine probieren. Oh, das sieht ja richtig toll aus. Was ist das denn? Ich will diese Spinnen nicht. Probieren wir mal. Ich hoffe, das ist nicht gefährlich. Hm, das schmeckt ja köstlich. Was soll ich als nächstes probieren? Hm, ich will das hier. Wow, schmeckt ja auch richtig gut. Da will ich gleich alles aufessen. Das war super. Und jetzt probiere ich diese Pfannkuchen. Oh, richtig super. Die hier sind die besten. Ja, ich habe gewonnen. Ich bin fast fertig. Schafft ihr das? Alles klar. Aha, die sollte jetzt nicht schlafen. Eiskaltes Händchen, weck sie auf. Oh, lass mich bloß in Ruhe. Ich wünsche mir Pommes. Okay. Das mache ich doch gleich, meine Kleine. Zuerst die Kartoffeln schälen. Oh, das ist eine schöne Sache. Richtig beruhigend. Yeah! Ich mache das gleich mega schnell. Ups, tut mir leid. So, ich bin fertig. Das kommt jetzt aufs Brett und jetzt zerschneiden. Und zwar ganz, 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 ganz schnell. Und schon habe ich ganz viele Kartoffeln. Hier kommt noch ein bisschen Lebensfarbe mit rein. Etwas schütteln und noch ein bisschen. Wow, was für eine schöne Farbe. Ein bisschen grün, ein bisschen gelb und noch viele, viele Farben. Jetzt brauche ich Öl. Schön viel Öl. Super. Da kommen jetzt meine Pommes rein. Und jetzt rausholen. Na, sieht doch toll aus. Oh, alles klar. Also, ich brauche ein extra Messer. Na also, ich bin fertig. Okay. Das kommt jetzt auf die Bratpfanne mit genug Öl. Und jetzt kommen da die Kartoffeln rein. Mann, das wird sicher lecker. Ich bin fast fertig. Das kommt jetzt auf den Teller. Und Soße nicht vergessen. Mm, sieht lecker aus. Meine Kartoffeln sind fertig, aber die brauchen noch etwas Farbe. Ups. Oh, wer bist du denn? Ich sollte mich sauber machen. Oh, Wednesday, was machst du denn da? Ich muss meine Pommes färben. Was? Jetzt sieht's schön aus. Schau doch mal, sieht schön aus, oder? Meine Pommes sind die leckersten. Yes. Na los, probier meine Pommes. Womit soll ich anfangen? Hä, was ist das denn? Probieren wir mal. Schmeckt das auch? Mmh, gefällt mir gut.
Eindeutig, das war super. Mm, das sieht auch appetitlich aus. Einmal in die Soße tunken. Das war auch richtig gut. Und was ist das hier? Mann, das schmeckt so lecker, da will ich gleich alles aufessen. Oh, ich glaube, ich bin satt. Geht's dir gut? Oh ja, das war viel zu gut. Diesmal wünsche ich mir einen Burger. Hä, was ist das? Ich habe gesagt, einen Cheeseburger. Oh ja, das kann ich. Ah, das schaffe ich auch. Oh, mach dir keine Sorgen. Ach ja, ich nehme mir zuerst die Brötchen ein bisschen anbraten. Jetzt brauche ich Hackfleisch. Daraus mache ich eine Boulette. Ab auf die Pfanne. Und jetzt noch ein bisschen Käse, Salat und fertig ist mein Cheeseburger. Sieht appetitlich aus. Brötchen. Ist doch voll langweilig. Ich sollte was anderes nehmen. Ganz genau. Bonbons. Und ein paar Donuts. Mega lecker. Ich nehme mir einen und schneide ihn auf. Lecker schmecker. Weg mit der Verpackung. Da kommt jetzt ein Schokoriegel drauf. Und noch etwas Gel. Muss ich probieren. Oh, ganz schön sauer. Das kommt auf die Schokolade. Und da kommen noch ein paar Marshmallows drüber. Und noch diese süße, sauren Stangen. Und Sirup. Na, was sagt ihr dazu? Also, ich brate mein Brötchen mit der Boulette. Und jetzt mache ich Zähne aus dem Käse. Das wird super. Hier fehlt noch eine Gurke und noch etwas Rotes. Da mache ich ein paar Löcher rein. Und da kommt Mayonnaise rein. Na also. Wo soll ich die Pupillen hernehmen? Alles klar, ich habe ganze Augen gefunden. Hey, eiskaltes Hähnchen. Oh mein Gott. Oh Mann, du machst mir Angst. What's the matter with you? Super. Genau diese Augäpfel brauche ich. Mmm, yummy. Tada! Mein Burger wird der leckerste sein. Da bin ich mir nicht sicher. Na, schau dir mein Gericht an. Oh, das sieht ja richtig toll aus. Ich muss dieses Monster hier probieren. Schmeckt mega lecker. Super. Und was haben wir hier? Einen ganz einfachen Cheeseburger? Probieren wir mal. Ah, so lala, nichts Besonderes. Und was ist das denn hier? Unglaublich, das ist ja ein süßer Burger. Oh ja, der ist einfach wunderbar. Aber ich suche dieses Monster aus. Wie denn das? Na, was wünschst du dir diesmal? Ich bin durstig. Ich wünsche mir einen Milkshake. Ah, das ist doch ganz einfach. Oh, das muss ich mir mal genauer ansehen. Okay. Alles klar. Oh, das werde ich gleich hinbekommen. Also, ich brauche etwas Milch. Jetzt Kakao. Schön viel davon. Schön umrühren. Und hier kommt noch was ganz Besonderes rein. Und zwar eine Schokolade. Noch mehr und noch viel, viel mehr. Schön umrühren. Das ist meine Lieblingstasse. Da kommt das Getränk rein. Na also, wir sind fertig. Was soll ich mir einfallen lassen? Lecker schmecker Schokolade. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Jetzt brauche ich noch Zucker. Ist das nicht zu viel Zucker? Genau die richtige Portion. Viel, viel, viel mehr Zucker. Das wird richtig lecker. Ah ja, genau. Jetzt brauche ich noch Milch. Oh, das lässt sich nicht öffnen. Aua. Oh, armes Ding. Ja, kommt vor. Schmeckt lecker. Jetzt brauche ich noch Lebensmittelfarbe. Oh, was für eine schöne Farbe. Ich liebe Rosa. Ich möchte alles schön machen. Eintauchen. Und jetzt noch ein paar Streusel. Super. Und da kommt jetzt mein Milkshake rein. Aber nicht alles füllen. Yummy. Ich liebe Schlagsahne. Schön viel Schlagsahne drüber. Na also. Hey, eiskaltes Händchen. Ich brauch dich. Was?
Sirup, natürlich in Rot. Da kommt die Tasse rein. So in etwa. Und hier noch oben drauf. Jetzt kommt da mein Milkshake rein. Und Schlagsahne. Ein paar schöne Fledermäuse. Und Strohhalm nicht vergessen. Wir sind fertig. Schau dir meinen Cocktail an. Alles nur für dich? Du solltest mein Milkshake probieren. Was soll ich denn auswählen? Sieht richtig lecker aus. Probieren wir mal. Sahne ist ja köstlich. Super lecker. Und was ist das? Oh, das ist von der Oma. Probieren wir mal. Köstlich, aber hätte besser sein können. Ist ja was richtig Seltsames. Ist das auch ein Milkshake? Ich mag diese Fledermäuse nicht. Irgendwie habe ich Angst. Aber schmecken tut das super. Und dieser Milkshake hat gewonnen. Yeah, hab ich's doch gewusst. Beginnen wir mit einer einfachen Aufgabe. Mach mir Pommes frei. Kinderleicht. Wird gemacht. Ich wollte gerade lernen, gut zu kochen. Während alle Kartoffeln schälen, bereite ich lieber Öl zu. Man kann übrigens nie zu viel davon haben. Das Öl ist fast kochend heiß. Das bedeutet, dass es an der Zeit ist, die Pommes frei hineinzuschütten. Nein! Stopp! Ah, es plätschert! Es ist heiß! Hilfe! Was machst du? Du hast uns fast mit kochendem Öl angeheizt. Das Öl muss man sehr vorsichtig einschenken. Dann werden die Kartoffeln gleichmäßig gebraten. Nichts Schweres. Okay. Die Pommes frei sind fertig. Es fehlt nur noch ein wenig Soße. Pommes frei? Ich glaube, das ist nur gebratene Kartoffel. Ich habe richtige Pommes frei gemacht. Aber das ist noch nicht alles. Ich schaffe aus normalen Pommes frei eine echte Delikatesse. Ich brauche etwas Speck, Soße und natürlich Rosmarin. Das riecht so lecker. Genau, ich habe noch nicht alles verloren. Warum kann man nicht die Weingummikartoffeln verwenden? Man sagt, wenn man sie in Erdbeersirup taucht, schmecken sie noch besser. Okay. Wow, ich fange jetzt die Köstlichkeiten mit den Kartoffeln in der Mitte an. Oma, das schmeckt wirklich cool. Oh je, ich hasse Rosmarin. Es tut mir leid, Frau Chefköchin, aber es hat mir nicht geschmeckt. Die Idee mit Weingummikartoffeln fand ich allerdings gut. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich als Gewinner auswählen soll. Oma wird die Gewinnerin sein. Hurra! Dieses Mal ist die Aufgabe schwieriger. Ihr müsst Sushi machen. Come on! Wird gemacht. Ich habe das beste Rezept aller Zeiten. Sushi, Sushi. Ja, auf dem Dorf hat man keine Ahnung, was Sushi ist. Weißt du was? Ich mache so cooles und leckeres Sushi, das ihr euch nicht vorstellen könntet. Gewöhnliche Sushi zu machen ist langweilig. Sushi aus Süßigkeit ist eine andere Sache. Und drinnen wird es köstliche Schlagsahne geben und Kaugummiaugen und Gummibärchen. Sehr schön. Und natürlich soll man den Schokoladensirup nicht vergessen. Das ist eine interessante Idee. Mein Sushi wird bald auch fertig. Das Wichtigste ist, den Anweisungen des Küchenchefs genau zu folgen. Aber noch nichts Schwieriges. Nichts Schwieriges? Mal sehen, wie eklig deine Sushi werden. Ich weiß auch, wie man Soße hinzufügt. Man soll kein Wunderkind sein. Wie heißt das? Avocado? Das Wichtigste ist, es perfekt zu rollen. Was du, Oma, sicherlich nicht kannst. Tada, das perfekte Sushi ist fertig. Oh, es sieht furchtbar aus. Ich wusste nicht, dass euer Sushi so hässlich ist. Es ist an der Zeit, Sushi in Lachs zu wickeln. Das Wichtigste ist, genug Fisch zu legen, ihn in dicke Scheiben zu schneiden. Und die Sojasauce soll man nicht vergessen.
Fisch, sagst du? Okay. Wird gemacht. Geschafft. Ich hoffe, es ist köstlich. Wow! Das Sushi von Chefköchin sieht auf jeden Fall attraktiver aus. Aber ich habe eine Idee. Warum kann ich nicht einfach Gurkensushi machen? Es ist köstlich und gesund zugleich. Und eklig. Warum so? Gurke ist die perfekte Zutat für Sushi. Man soll nur noch mehr Reis zugeben. Das sieht nicht appetitlich aus. Warte mal, das ist noch nicht alles. Also, seht euch diese Schönheit an. Was ist denn das? Ich habe noch nie Sushi aus Gurke und Reis gesehen. Igitt, ich werde das nicht einmal probieren. Ich würde aber gerne mal süßes Sushi probieren. Oh, es schmeckt gut, aber ganz und gar nicht herzhaft. Ein letzter Kandidat übrig. Wow. Da ist es, das echte Sushi. Herrin Chefköchin, Sie haben gewonnen. Danke, aber das war offensichtlich. Ich hoffe, jeder kann eine Waffel machen. Ich habe gehört, dass man mit dem Teig beginnen muss. Ich glaube nicht, dass ich ein Problem damit haben werde. Jetzt ist an der Zeit, Zucker hinzuzufügen. Dann vermische ich alles. Super. Und jetzt noch ein bisschen Mehl. Aua, ich glaube, ich habe etwas in meiner Nase. Wow, was für eine Waffel wirst du haben. Nicht schlimm, ich habe genug Mehl, um eine leckere Waffel zu backen. Oh, ich habe die ganze Packung benutzt. Es soll so sein. Ich soll nur alles gut umrühren. Jetzt kann mein fertiger Teig in das Waffeleisen gegossen werden. Das werden die leckersten Waffeln sein, die meine Schwester je gegessen hat. Der Teig ist wirklich lecker geworden. Und vor allem keine Eierschalen. Ich hoffe, dass es eine gute Waffel ergibt. Jeder hat Zucker hinzugefügt, aber ich weiß, dass Zucker schädlich für Gesundheit ist. Also füge ich stattdessen eine ganze reife Aubergine hinzu. Also besser, ich mache den Teig daraus. Ich soll sie nur einreiben. Fertig. Und jetzt füge ich noch Eier hinzu. Und noch Mehl. Ich rühre alles um. Und noch ein bisschen Kräuter. Das klingt sogar eklig. Aber dieser Teig ist so viel gesünder als eure. Jetzt kann er in das Waffeleisen geschüttet werden. Und man soll nicht die Sanduhr vergessen, damit die Waffel nicht anbrennt. Ja, die Sanduhr ist sehr nützlich. Hey, hey, mein Waffel ist verbrannt. Heiß, es ist heiß. Aber nicht schlimm. Mit Schlagsahne, Beeren und Schokoladensirup überdecke ich ihr unschönes Aussehen. Na und? Sie sieht super aus. Und zu meiner Waffel gebe ich traditionell Ahornsirup. Ein Stück Butter wäre auch super. Es sieht so köstlich aus. Und ich schmücke meine ohnehin schon gesunden Waffeln mit gesunden Kräutern. Probiere ich alles mal. Ich fange damit an. Igitt, Bruder, deine Waffel sieht verbrannt aus. Das möchte ich nicht essen. Und was ist das? Ekelhaft! Diese Waffeln schmecken nach Kräutern und Aubergine. Ich hasse sie. Und das ist etwas Köstliches. Ja, das ist genau das, was ich wollte. Oma, du gewinnst diese Runde.
Hurra, ich habe mich nicht umsonst so viele Mühe gegeben. Ich möchte danach eine schöne Tasse Kaffee trinken. Wow. Wird gemacht. Sehr leicht. Mir ist gerade eine brillante Idee eingefallen. Heißer Kaffee ist langweilig. Heute ist kalter Kaffee in Mode, zum Beispiel Frappuccino. Man soll eine Menge Eis in ein großes Glas legen. Dann soll man etwas köstlichen Schokoladensirup hinzufügen. Und natürlich soll man den Kaffee selbst nicht vergessen. Er ist übrigens von Starbucks. Auch ein Twix-Schokoladenshake wäre definitiv nicht fehl am Platz. Ich schlage es ein wenig auf und verwende anstelle von Milch. Ich denke, ich werde einen klassischen Kaffee kochen. Ich habe Pulverkaffee dabei. Ich weiß, dass meine Enkelin es mag. Also, es reicht. Zum Schluss soll man noch Shake hinzufügen und da drüben noch Schlagsahne. Und etwas Schokoladiges. Oreo-Kekse und Schokoriegel. Natürlich soll man den Strohhalm nicht vergessen. Jetzt bin ich mit dem Kaffeekochen dran. Ich werde richtigen Kaffee kochen. Ich verwende eine Waage, um die richtige Menge an Bohnen abzumessen. Ja, das reicht. Ich mahle sie mit der Kaffeemühle, bis sie genau richtig sind. Schaut und lernt. Und nur jetzt gieße ich kochendes Wasser über den Kaffee. Kocht man wirklich so den Kaffee? Super. Jetzt schenke ich den Kaffee in eine Tasse. Und die Kaffeemilch kann ich auch mit der Hand aufschlagen. Auch die Servierregeln soll man nicht vergessen. Seht euch diese Schönheit an. Ich fange mit dem Kaffee in der Mitte. Oma, ich erkenne diesen Kaffee immer wieder. Und es ist an der Zeit zuzugeben, dass ich ihn überhaupt nicht mag. Und dieser Kaffee sieht schöner aus. Köstlich, aber für mich ein bisschen bitter. Der letzte Kandidat kann noch gewinnen. Das ist wirklich cool. Bruder, du gewinnst diese Runde. Ja, endlich. Also, ich nehme mir ein Vanilleeis und gebe es in den Mixer. Was könnte ich noch gebrauchen? Ekelhafter Schimmelkäse. Das werde ich jetzt zusammenmixen. Sieht ganz schön hübsch blau aus. Wunderbar. Riecht aber richtig ekelhaft. Das kommt jetzt in die Eismaschine. Und fertig ist die Eiscreme. So ein Eis sollten wir noch dekorieren. Mit Würmern am besten. Voll eklig. Das kommt hier hin. Und jetzt mache ich ein leckeres Eis. Rotes Eis. Womit soll ich das nur vermischen? Ah ja, genau, mit diesem wunderbaren Gel. Ein bisschen rot, ein bisschen blau. Und schon bekommen wir wunderbares Lila. Himbeerfarbe. Wunderbar. Diese Mischung kommt in die Maschine. Oh, schaut euch diese wunderbare Farbe an. Und der Geschmack ist unglaublich. Hier kommen noch ein paar M&Ms drüber. Super. Das kommt hier rein. Ich frage mich, wer welches bekommt. Ich will anfangen, okay? Oh ja, das sieht lecker aus. Und das schmeckt auch lecker. Ich will auch so eins. Wunderbares Eis. Das schmeckt total. Und die Waffel auch. Ich liebe es. Und jetzt bist du dran. Come on! Okay, alles klar. Was ist das denn? So was werde ich auf keinen Fall essen. Du musst es aber. Voll ekelhaft.
Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Oh je, schneller, desto besser. Ich kann gar nicht hinschauen. Oh, ich habe noch nie was Schlimmeres gegessen. Vielleicht werde ich sterben. Gleich könnt ihr was erleben. Dieses Vanilleeis ist genau das Richtige für meine Idee. Wunderbar. Nice. Womit sollte ich das vermischen? Ich glaube, ich nehme mir Senf. Eiscreme mit Senf. Das wird wunderbar. Ein einzigartiger Geschmack. Die Farbe wird sicher schön sein, aber das wird mega eklig schmecken. Ich frage mich, wer das wohl bekommen wird. Mein Supergemisch ist fertig. Schon habe ich daraus Eis gemacht. Super. Als Topping nehme ich etwas Katzenfutter. Wie ekelhaft. Das kommt hier rein. Und jetzt mache ich was Leckeres. Dafür nehme ich mir Schokoladeneis. Vermische es mit Erdbeersoße. Ist ja toll. Eine große Menge davon. Das wird süß und lecker. Jetzt schön vermischen. Toller Geschmack. Das ist genau das Richtige. Das kommt in die Eismaschine. Das wird das beste Eis überhaupt. Und da kommen noch ein paar Cornflakes obendrauf. Sieht toll aus. Hier, du kommst hier rein. Na, wer wird das wohl probieren? Voll interessant. Wer von uns ist der Glückspilz? Ich habe gewonnen, also kann ich anfangen. Sieht interessant aus. Das schmeckt aber richtig eklig. Ich kann das gar nicht verdauen. Okay. Einfach nur runterschlucken. Katzenfutter mit Senf. Jetzt bist du dran. Na gut. Oh ja, da sind Cornflakes drauf. Oh, das ist Schokolade. Ich liebe es. Das werde ich auf jeden Fall aufessen. Jetzt nehme ich mir wieder Vanilleeis. Das ist ganz einfach. Aber hier muss noch was reinkommen. Wie eklig. Fisch. Stinkt ja richtig. Ich habe noch nie ein Fischeis gemacht. Und da kommt noch ein bisschen Brokkoli mit rein. Ich frage mich, was daraus wird. Die Farbe sieht eigentlich ganz nett aus. Aber ich weiß ja, was da drin ist. Hier fehlt noch ein bisschen Topping. Wie das denn mit Marshmallows? Ich bin mir sicher, das wird nicht lecker sein. Ab in die Box. Und jetzt nehme ich mir noch ein bisschen Vanilleeis und vermische es mit Seetang. Ja, das wird mega eklig. Seetang-Eis. Hat das jemals jemand probiert? Oh mein Gott! In die Eismaschine. Und daraus wird jetzt Eis gemacht. Hier fehlt auch noch ein schönes Topping. Wie wär's da mit ein paar bunten Streuseln? Das sieht ganz schön sympathisch aus, aber ich will mir gar nicht vorstellen, wie das schmeckt. Fertig. Kann ich diesmal anfangen? Was ist denn das? Oh, das sieht ja köstlich aus. Wunderschön. Wonach schmeckt denn das? Oh mein Gott. Schmeckt's hier nicht? Ich muss mich zusammenreißen, das schnell aufessen. Oh, voll furchtbar. Jetzt bist du dran. Alles klar, was erwartet mich wohl? Was für eine schöne Farbe mit Marshmallows. Oh nein, das schmeckt aber gar nicht gut. Ich hab mich geirrt. Come on. Na los, du musst es aufessen. Ich kann nicht. Du musst. Ich versuche es. Das ist einfach unmöglich.